Moin Moin, hier ist mal wieder ein kleines Video. Ich habe ein paar übelste Verteidigungen hier, wo ich extremst viel verloren habe. Habe dann eine richtig klasse Rache dabei und ein paar andere Angriffe. Und ansonsten schauen wir mal, was so passiert. Ich glaube, Live-Angriff wird knapp, aber vielleicht kriege ich das noch hin. Denke mal, es wird so eine Viertelstunde werden. Und ist eigentlich was ganz Interessantes dabei. So, ich fange mal mit den letzten an. Also wirklich devastating. Das Teil hier von dem Yorgo hat mich mega in die Mangel genommen. Ich glaube, in diesem Fall hatte ich auch nicht die Clanburg voll. Das war ein bisschen unglücklich. Aber wie ihr seht, mit über 20 Riesen, einer Menge Magiern und dann so drei idiotischen Heilern hat er es mir gezeigt. Er hatte auch die volle Ladung an Spells und Helden dabei und das war gar nicht gut. Also ihr seht, es kommen. Ja, doch, die Klammer ist voll gewesen. Oh, und da hat er noch zwei Hexen gehabt. Die Hexen natürlich auch noch. Ja, gut. Und eine Menge Magos. Tut alles extrem weh. Der Jumpspell auch gar nicht schlecht gesetzt. Kommt schön ins Zentrum und macht mal einfach alles fertig. Ganz geil, wie die Queen hier so zwischen den Teslas steht. Finde ich extrem sweet. Aber hat alles nichts geholfen. Die hauen hier einfach mal so richtig alles klein, kurz und klein. Und lassen einfach nichts da. Ganz gemein das Ding. Ganz, ganz übel. Aber so ist es manchmal. Kann man halt auch nicht ändern. Ich glaube, das Dorf ist nicht optimal. Ich glaube, ich muss langsam mal mir was Besseres einfallen lassen. Wenn es soweit ist, werde ich es euch wissen lassen und könnt es ja dann mal besprechen. Naja, also hier machen wir jetzt einfach kurz einen Prozess. Was willst du da machen? Was willst du da machen? Also übelst, übelst weggehauen worden. Gar nicht schön, aber kann ja mal passieren. Zweite Verteidigung, auch nicht gerade besser gelaufen. Wieder zwei Sterne. Ist aber halt so, wenn du hier irgendwie 60.000 DE hast und eben dann 2.500 zur Verfügung stehen. Interessant, dass die auch von der gleichen Seite kommen. Aber ich meine, 16er Helden. Ja, was willst du da machen? Also hier, da war die CB nicht voll. Da kamen nur 10 Bogis raus und das ist natürlich nicht nett. Da hat mich der Clan etwas im Stich gelassen. Naja, ich will hier nichts vorwerfen. Nur ein Scherz, nur ein Scherz. Jetzt kommen sie alle rein. Zig Magus dabei. Die sind natürlich nicht optimal da draußen. Aber das macht alles nichts. Weil mit so vielen Giants und solchen Helden ist das mal gerade vollkommen egal. Also die ziehen da einfach durch. Ich darf das mal ein bisschen beschleunigen. Es ist einfach nur traurig. Also da, was willst du da machen? 2.500 DE und 200.000 Gold. Mann, oh Mann. Da blutet das Clasher-Herz. Es ist traurig. Okay. Dann haben wir ja noch eine Verteidigung. Die lief dann mal besser. Die lief dann mal besser. Da gab es 28 Trophys. Das ist doch mal schön. Alright. Okay. Also das ist ein Town Hall 10. Sieht man an seinen tollen 7er Bogen und seinen tollen Mauerbrechern. Level 6 Mauerbrecher. Hier habe ich drei wunderschöne Hogs in meiner Clanburg, die mir ja nicht so super helfen beim Verteidigen, aber hey. Er kümmert sich erstmal um die Clanburg, richtig so, macht sie mal fertig, verliert aber unglaublich viele Truppen dabei und kommt dann mit seiner Riesenarmee und noch so ein paar Schweinis. Und da seht ihr mal, wie meine Skeletten den doch ordentlich zusetzen. Das ist gar nicht schlecht. Ich muss sagen, die Skelettenfalle, die wurde kritisiert.
Ich habe sie auf 3 und da kommen entsprechend viele Skelette raus. Und ihr seht, die laufen den Hocks hinterher und machen so richtig schön Aua. Aua, Aua, Aua. Und naja, gut. Also, ich finde schon, dass die helfen. Ne? Da ist der Hock weg. Und die Skelette machen weiter. Find die gut. Okay, hier ist er so ein bisschen unkoordiniert, der Typ. Hier, die Bombe hat geholfen. Kommt dann mit... Guck mal, und die Skelette machen immer noch Ärger. Hey, das ist doch super. Das heißt, die lenken diese Truppen auch noch schön ab. Und hier haben meine Riesenbomben echt ganz gut geholfen diesmal. Die sind alle gleich weg. Boink. Alle weg. Hier hat er noch jetzt aus aller Verzweiflung seine Klamburg-Truppen gedroppt. Aber ich habe Flächenschaden und das tut natürlich weh. Gut. Er hat das Dark Elixir bekommen. Also klar ärgert mich das. Aber gut. Ist jetzt nicht so dramatisch. Guck mal, da sind 187.000 Gold, die hat er nicht bekommen. 137.000 Elixir hat er nicht bekommen. Ja. Also ich farme momentan sowieso fast nur Dark Elixir. Wenig Gold, wenig Elixier. Liegt daran, dass ich ein K1 bin, also Kristall 1. Und irgendwie haben sie es alle jetzt so drauf, dass sie Elixier und Gold immer verbrauchen. Sei es für Mauern, sei es für Death oder irgendwas. Und eigentlich nur Dark Elixir horten. Und insofern bin ich ein bisschen knapp dran, wie ihr seht, mit Elixier und Gold. Was gerade nicht so geil ist, weil wir nämlich einen Clankrieg angefangen haben. Darüber werde ich vielleicht dann noch im nächsten Video berichten. Jetzt ist gerade noch Vorbereitungszeit. Hatte ich jetzt noch eine Verteidigung? Ich habe noch eine Verteidigung. Wollen wir die noch gucken? Okay, ganz schnell. 18 und 20. Richtig starke Helden dabei gehabt. Nur 2 Spells. Aber er hat mich geplättet. Also das fand ich schön. Oh, er kommt mit seiner ganzen Breitseite Riesen. 6er Magus. Ja, die tun weh. Breitseite Riesen ist keine schlechte Idee, ne? Weil du dann ja diese Riesenbomben auslöst und die machen nicht gleich alles kaputt. Da kommt er mit so einem Wahnsinnsschwarm an. Ja gut, dann hast du ja keine Chance. Kannst du eigentlich nichts machen, ne? Ich finde, dass er die Helden zu nah beieinander gedroppt hat. Ich glaube, das wäre besser, wenn man die so ein bisschen räumlich getrennt droppt. Aber ich glaube, ist jetzt auch mal gerade total Schnuppe. Denn die sind so stark, die hauen einfach da ganz gut durch. Da hat natürlich die Queen jetzt noch Glück. Also eigentlich hat er Glück, dass er es geschafft hat, hier mit 2 Sternen. Relativ knapp das Rathaus bekommen. Also ich finde ja Tesla super, ne? Also ich bin ja der größte Fan von Tesla, muss ich echt mal sagen. Viele Leute vernachlässigen die gerade am Anfang, weil die etwas lange dauern, aber Leute, Tesla ist die stärkste Einzel-Dev, die ihr habt, mit Ausnahme der Clanburg, wenn ihr da gute Truppen drin habt. Also die Teslas, die muss man ganz, ganz schnell hochziehen, also direkt nach dem Flächenschaden. Also ich weiß nicht, zuerst Magierturm oder zuerst Minenwerfer, ist mir egal, aber die muss man zuerst hochziehen. Also Minenwerfer, Magierturm, dann fast schon Tesla. Also, müsst ihr wissen, aber ich finde das, finde die super wichtig. Jetzt fange ich auch wieder oben an und zwar habe ich hier direkt den Yorgo gerecht. Und immerhin, ich habe nicht ganz 2,5 von ihm gezogen, aber immerhin habe ich 2000 von ihm gezogen. Leider keine 2 Sterne, hat mich echt geärgert. Aber hey, ist auch nicht so wild. Aber schaut, was ich gemacht habe. Ich wollte seine Clanburg locken. Dazu hatte ich 2 Hocks dabei, die ich jetzt gleich loslaufen lasse. Hat gut geklappt. Die gesamte Clanburg ist draußen. Und jetzt war ich kurz am Zweifeln, nehme ich einen Blitz oder nicht. Aber ich hatte nur 2 Blitze und ich brauchte 2 für einen Minenwerfer. Und jetzt diese ganze Clanburg-Armee über einem Minenwerfer zu platzieren, sodass ich sie mit einem Blitz also gleichzeitig ausschalten hätte können, also sozusagen 2 Fliegen mit einer Klappe,
Das hätte zu lange gedauert und hat halt nicht geklappt. Insofern, jetzt die Magier versucht kalt zu machen. Hat nicht so richtig gut geklappt, hat ziemlich viele Truppen verloren. Das hat mich letzten Endes, glaube ich, die 2 Sterne gekostet. Nichtsdestotrotz, irgendwann klappt es dann und wir sind weg. Aber ich verstehe auch nicht, warum diese Archers, die Bogies dann nicht auf die Magier gehen, sondern aufs Rathaus. Also ganz komisch. Nun gut, was mache ich jetzt? Ich will das Dark Elixir. Ich will aber auch natürlich ein paar Einheiten, um an die 50% zu kommen. Hier so eine Bauhütte, die muss man einfach platt machen. Die ist da relativ schnell down. Jetzt hole ich mir so ein bisschen die ungeschützten Gebäude und starte so langsam meinen Hauptangriff. Minenwerfer muss weg. Und dann komme ich von der Seite. Ups, sorry, ein bisschen schnell. Also Riesen vorweg. Ein paar Magier hatte ich. Die ganze Seite ist clean, das heißt, Helden können dann reinlaufen. Wut sauber und dann einfach alles hinten hinterher. Die Mauerbrecher zum Glück gehabt, dass die also dann auch wirklich in die Hauptzelle reingehen, die Helden und die Truppen. Dann ist das Dark Elixir auch schon da und dann war eigentlich, hätte ich eigentlich abbrechen können, aber dadurch, dass es eine Rache ist, mache ich weiter. Denn das ist natürlich, wie soll man sagen, eine Frage der Ehre. Bei einer Rache gibt man alles. Also jetzt hier nicht irgendwie halbe Dinger machen, sondern das ist eine Rache, das Ganze muss man ernst nehmen. Und insofern jetzt nicht irgendwie Helden schonen oder Spells nicht benutzen, nur weil das Rathaus draußen steht. Nein. Hier muss man volle Kanne geben. Vor allem bei einer Rache kriegt man ja auch keinen Bonus. Also da nützt dir das eigentlich gar nichts, das Rathaus zu downen, weil du keinen Bonus bekommst. Insofern jetzt noch versucht, hier die 2 Sterne zu bekommen. Ich hätte natürlich die Clanburg-Truppen setzen können, aber ich finde das immer so ein bisschen doof, weil es sind ja die Spenden von deinen Leuten im Clan und das ist eigentlich zum Verteidigen da. Und nicht unbedingt zum Angreifen. Naja, also das war die Rache. Lief eigentlich ganz gut. Und dann ein komplett verkorkster Angriff. Zu meiner Schande muss ich den jetzt auch mal zeigen. Also warum habe ich den angegriffen? Ich habe den nur angegriffen, weil seine Death schwach ist. Also guckt euch mal die Bogitürme an, guckt euch die Kanonen an, die Minenwerfer, Magotürme, die sind doch alle so schwach. Also der Typ hat der Römer komplett viel zu früh sein Rathaus hochgezogen. Und so eine Typen, also denke ich immer, ja gut, da hat er keine Ahnung. Da muss man doch einfach was machen, ne? Da muss man doch mal zeigen, wie man das so macht. Hab's allerdings komplett den Angriff in Sand gesetzt. Schade. Also ich versuche, die sind ja 4 große Zellen. Und ich versuche halt in diese Zellen zu gehen. Da ist relativ, also ja, jetzt geht gar nicht so sehr um den Loot hier, weil ja, die Base sah so einfach aus. Ich dachte, ich gehe nur auf den Bonus. Das hat eigentlich nicht geklappt. Also weiß auch nicht. Ich hatte keinen Helden dabei, darum. Hätte ich Helden gehabt, wäre es überhaupt kein Thema gewesen, aber ich hatte keine Helden dabei. Also ich ärgere mich hier so ein bisschen rum mit dieser Zelle. Der Magoturm macht doch ganz schön viel Damage, leider. Bin dann auch irgendwann mal damit fertig und gehe dann auf die andere Seite. Na gut. Okay, und dann gehen wir auch schon so langsam die Truppen aus. Aus vollster Verzweiflung kommen dann hier jetzt ein paar Lakis. Ich habe da noch 2 Mauerbrecher. Wo sind denn die? Okay, da musste ich die Clanburg-Truppen droppen, weil ich schon sah, oh mein Gott, das wird knapp. Und dann packen sie es nicht. Das war natürlich wirklich sehr dumm gelaufen. Vollster Verzweiflung kommen jetzt die Mauerbrecher. Völlig idiotisch. Und ja gut, also gut, und die Oberpeino-Aktion, die peinliche Aktion kommt jetzt noch. Ich spule das mal vor, das ist ja grauenhaft. So, den kriege ich noch und dann ist es 4:47.
Und jetzt denke ich mir, wo kriege ich irgendwie noch drei Gebäude mit dem Blitz down? Und klar, also die Heldenplatte, aber das ist ja nur 1%. Maximal 2. Gut, und dann setze ich ihn dahin und es hat nichts gebracht. Naja, sehr schade. Also es war wirklich nicht gut, wirklich nicht gut. Aber hey, manchmal ist es halt so. Clanburg ist voll. Was haben wir eigentlich für Spells? Überhaupt keine Spells. Gleich haben wir den Blitz dabei. Meine Helden pennen beide. Also ich glaube, Live-Angriff wird nichts. Wir haben aber noch einen Angriff zum Teilen. Gegen den. Also ich zeige mal den Angriff gegen den. Habe ich zumindest dann meine 2 Sterne geholt. Der war etwas inaktiv. Hatte seine Klarenburg nicht und seine X-Bows nicht. Und insofern dachte ich mir, da holst du dir doch mal den und eventuell gleichzeitig noch das Dark Elixir. Auch hier wieder so eine Aufteilung mit 4 großen Zellen außen. Und also ich säubere erstmal so ein bisschen die ungeschützten Gebäude und gehe dann mal in die erste Zelle rein. So ein bisschen Riesen vorweg als Tank und dann eben die Archers und die Bar. Ja, gut. Setze ich ja meine beiden Helden auf einer Seite. Ich versuche also von einer Seite zu kommen. Hab einen Minenwerfer geblitzt und ziehe da so ein bisschen durch das Dorf durch. Also kein glorreicher Angriff, glaube ich. Die Queen ist auch schon so weit so schwach. Also da hätte ich ein bisschen besser das machen können. Na gut, aber dann geht's eigentlich noch. Jetzt ist die Queen down. Ich krieg das Dark Elixir. Hatte da relativ gute Truppen in der Clanburg, die ich da aus irgendeinem Grund dann doch gedroppt habe. Naja, ich glaube, ich wollte unbedingt das Dark Elixir haben. Darum ging es mir jetzt gerade. Naja, gut. Nicht so der Oberkiller-Angriff. Aber eventuell hat es euch ja gefallen. Oder auch nicht. Dann sagt es mir doch einfach. Und was wollte ich denn sagen oder zeigen oder machen? Ja gut, Clan Wars, KCCO sind Amerikaner, nee, Kanada, sind Kanadier, okay, cool. Was sind wir denn? Wir sind Deutsche, ja, stimmt. Und ich könnte natürlich Ferreros Angriff teilen. Könnte die natürlich teilen. Ansonsten würde ich noch einen Live-Angriff versuchen. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Ohne Helden, also bisschen. Okay. Dann zeige ich euch nochmal, was der Ferrero oder. Oh, ein inaktiver. Traumhaft, traumhaft, traumhaft. Bisschen langweilig vielleicht. Aber mal gucken, wie er so farmt. Ferrero ist relativ neu im Clan. Ich glaube, ich aus unserem Zweitclan. Aber der macht sich gut. Okay, hat die Seite schön freigeräumt. Kommt jetzt von der anderen Seite. Ich mach mal schneller. Also ganz klarer Barcher. Wie wir das mögen. Kriegt er auch wirklich ganz gut was weg. Großer Rest. Gold, oh, Restgold ist hier. Schafft er das denn auch noch? Ja, komm, das schaffst du doch auch noch. Geh hier von oben hier rein. Richtig. Okay, also kommt von einer Seite. Komm, jetzt noch den King. So, geht auch so. Okay. Guter Mann. Okay. Na, was geht jetzt noch? Also da muss er hin und da muss er hin. Ach so. Er versucht jetzt noch die Prozente. Alles klar. Wird knapp. Oh.
Er geht von der Seite rein. Nein, 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 nein. Hätte ich das doch lieber mich auf die Ressourcen gestürzt. Okay. War aber lecker. Lecker Loot. Okay. Okay. Ich werde es in 20 Minuten.